She puts her spirit in my cap. She always knows where the crowd's at. She puts her mouth by the cigarette. She always dances when it's raining. And wants to start with a maybe. She looks at me like she's waiting. Takes another line of blow, then the show on the table. Bright lights, but she's fading. Feels right, she's crazy. Bright lights, but she's fading. Feels right, she's crazy. She wants somebody to love, to hold her. She wants somebody to love in the right way. She wants somebody to love, to kiss her. She wants somebody to love in the right way. Der Hand, man sieht, er öffnet sich schon hier an bestimmten Stellen. Das ist nicht ganz der optimale. Normalerweise keimt er ein bisschen mehr noch, dass noch etwas mehr Fortsätze da sind. Aber das reicht schon so ungefähr. Seht ihr, viel weiter würde ich nicht machen, sonst riecht er irgendwann sehr, sehr unangenehm. Ja, und dann mag man ihn einfach nicht mehr essen. Ja, das reicht. Es ist schon gut angekeimt hier. Und ja, soweit zum Stadium des Hanfes. Circa ein Tag, etwas mehr als ein Tag. So. Sagen wir mal so 30 Stunden, 36 Stunden maximal, sowas umdrehen. Tag 1. Tag 2. So, und zwar möchte ich euch mal ganz kurz was zeigen. Das war die ich euch zuvor gezeigt habe, mit dem Spülen, mit dem Einweichen und so weiter. So sehen die heute aus, ja? Das sind welche, die ich parallel ebenfalls zur gleichen Zeit beziehungsweise sogar noch etwas später angesetzt habe. Und die habe ich nur 15 Minuten einweichen lassen und danach nie wieder gespült, beziehungsweise jetzt das erste Mal gespült, ja, weil ich sie gleich verwenden werde. Und die sind sogar weiter als diese. Von daher, das ist ein Tipp von mir, ja. Etwas Wasserstoffperoxid und dann 15 Minuten nur einweichen und dann nicht mehr spülen halt. Nur noch bewegen halt, ja, dass viel Sauerstoff dran kommt, dann keimt er am allerbesten und am allerschnellsten. Jetzt möchte ich euch mal ganz kurz voll lullen gleich mal mit Studien bezüglich Keimen, wie wichtig das wirklich ist. Aber bevor wir anfangen, abonniert uns sehr, sehr gerne unseren Newsletter. Ja, da werdet ihr bald erfahren, wann unser eigenes gekeimtes Müsli auch rauskommt. Ja, weil wir nämlich auch so viel Wert darauf legen, auf die gekeimten Formen. Ich werde euch gleich noch beweisen, warum das so gut ist. Wir bringen auch bald ein Mahlzeitenersatzprodukt raus und gekeimte Riegel, alles in Rohkostqualität natürlich, von daher an, kommt sehr gerne in die Facebook-Gruppe rein, Vitasomal, und vor allem auch in den Newsletter, da werdet ihr mindestens eine Woche bis zwei Wochen vorher Bescheid bekommen, wann die Produkte da sind, und könnt ihr schon vorher genießen, bevor die Leute überhaupt auf YouTube davon erfahren. Von daher an, seid sehr, sehr gespannt auf vitasomal.de, haben wir jetzt unsere Tees rausgebracht, die Liposomal-Supplement sowieso, und wir bauen jetzt bald nach und nach weiter aus, von daher an, haltet die Augen offen, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns dabei unterstützen würdet, damit wir noch viel, viel mehr tollen Content für euch bringen können. So, jetzt nochmal ganz kurz zu den Studien, wie wichtig das Keim doch wirklich ist. So, wer da noch nicht genug hat von diesem wunderbaren Shake, den werde ich noch weiter aufklären. Und zwar gibt es hier auch eine Studie, relativ aktuelle, zu Hanfsamen. Und zwar sehen wir das mal hier. Und zwar der totale Polyphenolanteil, das heißt sekundäre Pflanzenstoffanteil. Hier sehen wir ganz links die Samen, ja, A und B. Dann sehen wir natürlich, dass in den Sprossen dann
dementsprechend weniger davon enthalten sind, weil die natürlich viel Wasser gezogen haben und dann dementsprechend weniger wiegen bzw. mehr Wasseranteil haben. Trocknet man diese wieder, hier sehen wir DW oben den Wert, das ist Dry Weight, das heißt Trockengewicht, sehen wir, dass dieser Wert sich mehr als verdoppelt hat in sekundäre Pflanzenstoffe in den gekeimten Saaten. Hier sehen wir Sprouts, wie viele Tage, 3 oder 5, ja. Beim 5. Tag sehen wir, ist der absolute Peak hier, ja. Das heißt, viel mehr sekundäre Pflanzenstoffe, ja, mehr als 2,5 mal so viel mehr sekundäre Pflanzenstoffe, wenn du den Hanf keimst. Das heißt, das gleiche auch Oxygen Radical Absorption Capacity, das heißt, inwieweit er Radikale puffern kann, auch ebenfalls doppelt so stark, ja. Flavonoide sind ebenfalls sekundäre Pflanzenstoffe, gestiegen. Dann sehen wir DPPHH, das ist, DPPH, so 2,2-Diphenylpyridinoxil, das ist ein Radikal, dementsprechend sind wir auch deutlich gestiegen, ja, Flavone auch gestiegen, deutlich, hier fast dreifach so viel. Ich glaube, da müssen wir nicht mehr zu sagen, was Keimen letztendlich macht, ja. Ich habe damals auch ebenfalls ein sehr, sehr spannendes Video über Buchweizen, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich habe hier einen Screenshot hier einfach mal gemacht, dass das Fett nach unten geht, der Zucker wird, der steigt natürlich an, ne, denn Fette werden zu Fettsäuren umgewandelt, Stärke wird abgebaut zu Zuckern halt eben, ja, der ist direkt einfach aufnehmbar ist, wird quasi vorverdaut und der Proteingehalt steigt ebenfalls an, ja, aber nicht nur das, auch ebenfalls im Buchweizen sehen wir hier, dass die Phenole, Flavonoide und Tannine alle nach oben gehen, sekundäre Pflanzenstoffe, und die Phytinsäure nach unten geht, ja, und die Trypsinblocker ebenfalls alle nach unten gehen, ja, also das Keimen, Leute, das ist absolut essentiell, ja, meiner Meinung nach.